herzliches Willkommen zum Adventskalender bei Ella. Wir sind beim 12. Dezember 2019, das ist der Donnerstag, und wir sind sozusagen bei der Hälfte des Adventskalenders. Das heißt, wir haben gerade sozusagen Halbzeit und es sind interessante Energien astrologisch. Wir haben Vollmond und wir haben beidseitig sowohl so ein bisschen Aggressionspotenzial zwischen den Geschlechtern, als auch Anziehungskraft. Das verspricht heute sehr interessant zu werden. Also, lasst es auf euch wirken und schaut mal, was ihr draus machen könnt. Und wir schauen jetzt gleich, was für die einzelnen Sternzeichen die Karten dazu versprechen. Schauen wir mal. Mein lieber Krebs, wir haben Halbzeit beim Adventskalender und wir haben schon gehört, das sind interessante Energien heute astrologisch. Wir schauen mal, was du kartentechnisch damit noch tun kannst. Wir haben Schatten, Schattenseiten vielleicht auch. Vielleicht erkennst du ein paar Schattenseiten bei dir selbst. Könnte sein, dass die Situation so ein bisschen, ja, ich sag mal, Aggressionspotenzial bei dir hervorruft oder dass dir das nicht gefällt, je nachdem. Die Engelkarte dazu ist, lass los. Also lass dich nicht ärgern. Lass dich nicht auf die Schattenseite ziehen. Lass dir den Tag nicht verderben von irgendwelchen Menschen. Ja? Wir schauen mal, was die Engel dir raten hier. Unternehmergeist. Eine selbstständige Tätigkeit ist für deine Disposition und Intention die beste Art der Beschäftigung. Dein eigener Herr zu sein erlaubt dir, deiner Intuition und göttlichen Führung besser folgen zu können. Wir sind deine Kollegen und Teammitglieder, die dir loyal zur Seite stehen und dafür sorgen, dass du in jeder Beziehung erfolgreich bist. Also du bist heute der Macher, sozusagen die Führungspersönlichkeit für dich selbst. Du lässt dich nicht von anderen auf negative Dinge runterziehen, du lässt los, du tust dein Ding, du machst dein Ding, dein eigenes Ding. Und wir haben das Kindliche in dir, möchte heute rausgelassen werden, ja? Also folge deinem inneren Kind. Welche Bedürfnisse hast du heute? Wenn du dich geärgert hast, lass es los. Mach was Schönes für dich. Unternimm etwas. Unternimm etwas, was dir Freude macht heute. Das ist ganz, ganz wichtig. Mach dir selbst eine Freude und sei gut zu dir. Ja? Also, schöne Energie. Lass dich, wie gesagt, nicht in die negative Schiene ziehen. Schmetter das ab. Du hast einen Panzer und kümmere dich um die schönen Dinge und kümmere dich um dich selbst. Viel Spaß dabei. Wenn du magst, bis morgen.